Viele werden fragen, warum ich getan habe, was ich getan habe. Die meisten werden meine Motive in Frage stellen. Aber diese Motive sind ganz einfach. Ich bin gekommen, um die Schafe zu befreien und nicht um sie zu fressen. Ich führe euch durch diese stürmische Zeitenwende. In meiner Hölle gibt es kühlende Heißgetränke. Und deshalb einen Aufstand am Ausschank. Ich glaub, bis ich hier fertig bin, ist alles nur noch lauwarm. Verdau, was ich dir sage, denn auch Hass geht durch den Magen. Sicher dir den besten Platz in dieser Abwärtsspirale. Ich rass Vollgas nach unten, die Bremsweglänge bedroht Idioten und macht sie wortwörtlich zur letzten Generation. Ich treff mit 100 Pferdestärken den schmerzempfindlichen Ton und die Reflektoren der Rettungswesten verfärben sich rot. Danach brauchst du nen Kercher für die Straßenwinkel, da klebt noch etwas Color in der Fahrbahnrille. Ich bin anti-extremistisch, heißt auch gegen Klimaterroristen, die nichts schaffen, außer dieses Land mit wirtschaftlichen Krisen zu destabilisieren. Doch was die verbieten wollen, landet andernorts wieder auf China-Exportlisten. Hat für mich global gesehen keine Effektivität, wie so vieles, was Moralisten der ersten Welt bewegt. Sind ja bekanntermaßen auch immer die Guten, die gewinnen und nicht die UmweltsünderInnen. Ich bin nicht die Lösung, ich bin das Problem. Ich will keine Versöhnung, ich will, dass ihr mich versteht. Ihr wollt Frieden, ist ja schön, doch es muss nicht immer Konsens geben, weil man nicht immer alles, was man will, bekommt im Leben. Ihr könnt mich Schwarzseher nennen, ich würd mich Pragmatiker nennen. Ich sag nicht, was ihr hören wollt, ich sag, was ich denke. Hier habt ihr einen neuen Staatsfeind zum Kämpfen. Für mich ist euer ganzes Heldentum nicht viel mehr als eine blanke Gräueltat von Selbstbetrug. Doch ich sag mal so, sterben und sterben lassen. Ich halt mein Wort als scharfes Schwert gegen inhaltsleeres Säbelrasseln. Ich bin auf keinem hyperplastischen Twitter-Grind und deshalb lass ich das mit dem Übermoralisieren sein. Anderen Ländern Gesetze vorschreiben ist anmaßend. Und du willst also freie Meinung? Achtung, Fangfrage! Demos gegen Politik, die euch erlaubt zu demonstrieren. Verzerrte Wahrnehmung kommt nicht nur aus konvexen Spiegeln. Fragt die halbe Welt nach sozialstaatlichen Vorteilen. Die würden euch für eure Undankbarkeit ohrfeigen. Kein Plan, warum hier nur so Sensibelchen sind. Kann auch sein, dass ich einfach nicht so schmerzempfindlich bin. Ich nehm geteilte Ansicht noch als selbstverständlich hin, anstatt als Friedensmissionar anderen Werte aufzuzwingen. Nichts machen ist keine Lösung und auch kein Argument, denn ich mach lieber nichts, als dass ich lachend in den Abgrund renn. Nenn mich einen Populisten oder Hater aus Prinzip, denn zu sagen, was man denkt, macht seit jeher unbeliebt. Ich bin nicht die Lösung, ich bin das Problem. Ich will keine Versöhnung, ich will, dass ihr mich versteht. Ihr wollt Frieden, ist ja schön, doch es muss nicht immer Konsens geben, weil man nicht immer alles, was man will, bekommt im Leben. Ihr könnt mich Schwarzseher nennen, ich würd mich Pragmatiker nennen. Ich sag nicht, was ihr hören wollt, ich sag, was ich denke. Hier habt ihr einen neuen Staatsfeind zum Kämpfen. Ich bin nicht die Lösung, ich bin das Problem. Ich will keine Versöhnung, ich will, dass ihr mich versteht. Ihr wollt Frieden, ist ja schön, doch es muss nicht immer Konsens geben, weil man nicht immer alles, was man will, bekommt im Leben. Ihr könnt mich Schwarzseher nennen, ich würd mich Pragmatiker nennen. Ich sag nicht, was ihr hören wollt, ich sag, was ich denke. Hier habt ihr einen neuen Staatsfeind zum Kämpfen. Trefft die richtige Wahl und beweist es durch euer Tun.